Seit fast 150 Jahren weist der Leuchtturm im Hafen Timmendorf den Schiffen den Weg. Auch die Fischer orientieren sich bei ihrer Rückkehr am Leuchtfeuer. Noch heute fahren sie täglich aufs Meer. Was gefangen wird, geht frisch an die vielen Restaurants der Insel. Morgens um 3 geht's los und dann sind wir so gegen 8, 9 wieder hier und wir fischen hauptsächlich Flundern und Dorsch. Die Gemeinde Ostseebad Insel Pöhl. Das sind in Zahlen 37 Quadratkilometer und rund 2500 Einwohner in 15 Dörfern und Ortsteilen. Der kleinste Einhusen mit gerade mal einem Haus. In Bildern ist die Insel ein Landschaftstraum. Weite Flächen sind naturbelassen. Es gibt 2 Schutzgebiete, Salzwiesen und viele Biotope für seltene Pflanzen und Tiere. Und natürlich Strand ohne Ende. Die Unberührtheit ist kein Zufall. Vor allem in der Nachwendezeit hat sich Pöhl dynamisch weiterentwickelt. Es wurde viel saniert und modernisiert. Aber von Anfang an war klar, Bausünden, wie es sie andernorts zur Genüge gibt, haben auf dieser Insel nichts zu suchen. Politik und Bürgerschaft haben dafür in Arbeitsgruppen einen Zukunftsplan entwickelt. Eine klare Vorstellung über die Gestaltung der Gemeinde Ostseebad Insel Pöhl. Wir haben viele Ideen, wie wir unsere Insel Pöhl in den nächsten 10 bis 15 Jahren gestalten wollen. Dazu bedienen wir uns des Rahmenplanes. Und das Besondere an diesem Rahmenplan ist, dass daran unsere Pöhler Bürgerinnen und Bürger mitarbeiten. Pöhl setzt auf den sanften Tourismus. Die Insel kann mit dem E-Bike erkundet werden. Und statt in Bettenburgen übernachten die Besucher hier überwiegend in kleinen Pensionen oder Ferienwohnungen. Mit Liebe eingerichtet, in familiärer Atmosphäre. Hier kennt der Wirt den Gast noch beim Vornamen. Hier ist unser Gästeraum. Hier gibt es ein gutes Frühstück. Und oben sind wunderschöne Gästezimmer. Wer kommt, kann viel erleben. Vom Klassikkonzert in der Festspielscheune bis zum Erntedankfest oder der Wahl der Rapsblütenkönigin. Pöhl hat viel zu bieten, seinen Gästen, aber auch seinen Einwohnern. Viele von ihnen sind in Vereinen organisiert. Die Kommune fördert den Zusammenhalt, auch den zwischen Jung und Alt, so wie hier im Mehrgenerationenhaus. Die Jugendlichen bringen den Älteren die Bedienung des Computers bei. Und wir als Skatspieler, ich auch, bringe den Jugendlichen bei, wie man Skat spielt, wie man reizt und wie man die richtige Karte ausspielt. Der Fisch, der am Morgen gefangen wurde, wird am Abend geräuchert serviert. Pöhl gibt es als Naturerlebnis nicht nur für die Augen. Diese Insel hat sogar einen ganz speziellen Geschmack. Frisch und harmonisch. Ganz butterweich und zart. Und lecker.